Hallo und willkommen zurück bei mir, dem Flippo, hier bei der Zusi 3A Aerosoft Edition auf der Strecke Siegstrecke. Wir fahren den RB 61709 von Siegen-Sieg nach Westerburg. Von Etzbach über Au, Geilhausen, Breitscheid, Kloster Marienthal bis nach Oberrabach. Abfahrt ist um 8:09 Uhr oder eher gesagt 8:11 Uhr, Ankunft 8:10 Uhr in Etzbach. Das Ganze dauert ungefähr 25 Minuten. Wir fahren mit der BR648, auch bekannt als Lind 31. Entschuldigung, Lind 41. Oder halt auch Alstom Coradia Lind. So. Müssen wir mal kurz gucken, dass wir hier pünktlich aufgleisen und dann geht's dann sofort los. Ich mache mal ganz kleine Zeitsprünge, bis wir aufgegleist werden. Nicht, dass dann noch irgendwas passiert und dann ja, haben wir wieder massenhaft an Verspätung. Muss nicht sein. Oh. Hey! Was ist denn hier los? Wir fahren einfach schon. Auch nicht schlecht. Ein fliegender Sprung hier. Moin. Aber wenigstens sind wir pünktlich. Das muss man mal sagen. Der Bahnübergang, der war offen. Ups. Tatsache. Der war offen. Nochmal ein Bild für Flippo. Windows Druck. Ah, scheiße. Windows. Hoch. So, jetzt. Scheiß, der Papst im Wald. Wirklich. Aber wir sind pünktlich. Hey. So. Normalerweise hätte man uns als Befehl geben müssen, dass der Bahnübergang nicht gesichert ist. Dass die Schranken offen sind. Aber dann hätten wir dann vorsichtig ranfahren müssen mit Warnton und alles und dann erst hätten wir rüberfahren dürfen, wenn die Lage in Ordnung ist. Soweit ich weiß. Da das aber nicht der Fall war, dass wir keinen Kontakt hatten, irgendwie, dass wir da aufpassen müssen und wir vorher schon aufgegleist wurden, ne? Wir waren ja im fliegenden Start. Ja, konnten wir da nicht machen.
Aber normalerweise ist das der reguläre Ablauf, wenn ein Bahnübergang nicht funktioniert. Normalerweise kriegt man davon immer mit, ne, vom Fahrdienstleiter oder von der Zentrale. Irgendwer gibt dann immer Bescheid. Und dann Feuer anhalten, hupen, langsam vortasten mit Schrittgeschwindigkeit, hupen auch zwischendurch nochmal. Da gibt es auch bestimmte Töne, die man da spielen muss. So, diesmal keine Langsamfahrt, denn diesmal haben wir ein rotes Signal zu erwarten. Bleiben wir mal unter 40 km/h. Dann kann uns nichts passieren. Aber hier kommt ja eh der Bahnhof, also der 500-Hertz-Magnet ist aktiv, auch nicht schlecht. Naja, weil wir ja ein rotes Signal haben, ne? Ups, scheiße. Dreht man einmal mehr am Rad. Zack, Notbremse. Oh, wir sind da nun ein ganz kleiner. Brandmeldeanlage. Okay. Alles ist okay. Aha. Ibis haben wir auch. Sehe ich hier gerade. Sind wir überhaupt pünktlich her, wa? Boah. 5 Minuten Aufenthalt haben wir hier. Bevor es weitergeht. Hä? Wo kommt denn der her? Der war da vorher noch nicht gewesen. Nee, und ich habe nur kurz auf dem Handy geguckt. Macht man zwar nicht, aber ich wollte die Hamsterbacke grüßen, die die 442, oder halt die 442. Wenn man, ja, die eigentliche Aussprache nehmen will, ne, wie die Amerikaner und alle das machen mit 21 oder in Spanien mit Viente e Uno für 21. Bei uns wäre es dann 20.1 oder halt 80.1. Aber das klingt irgendwie so komisch, ne? Also haben wir halt umgekehrt, ne? Mit 21 ist es ein Nenner und dann kommt der Zähler mit 20. 20 Zähler ist es irgendwie so, ach, keine Ahnung. Ich glaube, ich sollte mehr schlafen. Vielleicht das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit. Oh. Hohe, warte mal. Der eine Bahnhof hier unten. Hohe Grete. Das muss ein, ach, das sind Haltepunkte. Ah, HP, Haltepunkte. Ah, denke ich jetzt mal. Müssen wir mal aufpassen. Denn Hohe Grete stand eigentlich nicht auf dem Plan. Ich spule mal vor auf 20 oder auf 19 eher gesagt.
bei 5 Minuten jetzt hier. Ich könnte auch einen Cut machen und 50 Minuten warten, aber. 50, 5 Minuten, meine Fresse. Was ist denn los mit mir? Keine Ahnung. Gut. Türen müssen jetzt zugehen, eigentlich. Wie auf Stichwort. So, jetzt dürfen wir nun mit 20 fahren. Allerhöchstens 25, aber wer nur mal sicher gehen will als TF, der fährt immer 5 drunter. Also 80, 60, 40 und 20. Nur mal als kleiner Praxistipp. So, wir haben zwar grün mit gelb, ist aber langsam Fahrt. Also dürfen wir uns auch befreien, weil, richtig, wir kein Magneten mehr angezeigt haben. Kein 500er und kein 1000er. Und 40 km/h, ne, man sieht es ja auch wegen der Kurvenlage. Es sei denn, ist es was Abweichendes angezeigt, wie 60, 80 oder sonst was. Aber dann wäre es, glaube ich, keine Langsamfahrt mehr. Weil Langsamfahrt ist eigentlich nur 40 und 60, denke ich mal. Wer weiß. Jetzt dürfen wir schneller fahren. Oh, kiek mal. Schick. Das sieht ja mal schick aus. Müsste auch gleich der Haltepunkt kommen. Ja, da vorne. Jetzt sind wir bei 73, ja. Da. 300 Meter. Normalerweise müsste jetzt diese eine besondere Tafel dastehen, die einen Haltepunkt markiert auf 150 Meter vor dem Bahnhof, weil, wie man sieht, kann man den Bahnhof nicht sehen wegen der Lage, wie er jetzt hier steht, ne? Hier sind Berge, hier sind mitten im Tal drinne. Wie sollst du hier den Bahnhof sehen? Eigentlich müsste da diese komische Tafel da sein. Schade. Ich dachte, ich hätte ein bisschen mehr Zeit, um mal zu gucken. Aber es geht schon weiter. Gleich kommt auch Hohe Grete. Und dann kommt Breitscheid. Oder? Breitscheid? Breitscheid. Knapp einen Kilometer von hier kommt der Bahnhof. Also müsste eigentlich hier hinter der Kurve sein. Ist eine schöne Nebenbahn hier, also. Da stand auch bei der Tafel, dass es auf Nebenbahn, aber auch auf Hauptbahn steht. Eigentlich. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt kommt hier auch bestimmt gleich der Bahnhof. Ja, da ist er. Weil hier siehst du ja den Bahnsteig. Hier kannst du ja agieren. Kick mal, zack. Hohe Grete.
Ah, da muss ich mal kurz ran. Nee. Pause. Und so, dann geht's dann hoch. Sofort weiter, ne? Wie war denn das jetzt hier? Ah, jetzt. Ich hab die Tasten irgendwie falsch kombiniert. Scheiße. Türen gehen gerade wieder zu, ne? Oder? Ah, jetzt. Vorwärts. 30, 50, 40, ne? Wie ich das jetzt hier sehe. Aber warum 30? Check. Bis jetzt kam mir noch keine Ankündigung auf 30. Muss man mal gucken hier. 61. Nee, 71 ist das ja hier. Dann müsste eigentlich auch irgendwo die Meldung auf 30 kommen. Eigentlich. Ich höre mich gerade kein. Ist der Motor kaputt? Ich höre keinen Motor mehr hier. Warte, muss ich mal lauter machen. Gar kein Motor mehr. Das war ein bisschen sehr laut. Kommt dem Bahnübergang oder wie? Oder eine ekelhafte Stelle, wo wir dann 30 fahren müssen? Oh, bin ein bisschen zu schnell runter vom Gas. Warte mal. Da steht was. Achso, okay. Das ist nicht relevant, was da unten steht. Weil das da auf einmal aufgeploppt ist, dachte ich, das ist wichtig. Aber anscheinend nicht. Oh. Ah. Ist so eine komische Stelle hier. Jetzt dürfen wir 50 fahren wieder. Es ging wirklich nur um den Bahnübergang. Komischerweise. Aber wir haben gar keinen Sound. Das ist irgendwie doof. Man kann ja genau gleich schon auf 50 runter. 40, meine Güte. Warte mal schön am Bahnübergang, mein Lieber. 69, 6. So eine Langsamfahrstellen, die sind ja ganz schön. Für mich. Hast du ja kaum Geschwindigkeit. Aber. Hä? Ach ja, stimmt. Huch. Und ich befreie mich auch noch. Oh Gott. Hey! Ja, kick mal einer an, wer da wartet.
Zack. Da stehen wir. Aber warum haben wir denn keinen Sound mehr? Das ist die nächste Frage. Huch. Schick, ich habe wieder ein Bild. Oh, wir sind sogar auch gleich da. Dann kommt dann hier Kloster Marienthal und dann kommt auch schon Oberbach als Haltepunkt, komischerweise. Jetzt dürfen wir auch nur 40 fahren. Ne, ist ja wechselblinkend und 1000. Dürfen wir mehr fahren? Bei 500 wäre es natürlich 20. 20, 40. Ja, und 18 natürlich. Und dann von den anderen Zugarten gibt er auch noch was. Geschwindigkeitsbeschränkung. Das fahren wir sogar mit wechselblinkend und 1000 Hertz Magnet. Okay, jetzt nicht mehr. Dürfen wir uns auch befreien? Fahren aber trotzdem nur 40. Aber gleich 60. Genau jetzt. Volle Stoffmarie. Aber Jens Sewaldi. Zack. 60 Stundenkilometer. Aber kickt euch das mal an hier. Oh. Erinnert mich so ein bisschen an sächsische Schweiz. So ein bisschen Bad Schandau-Feeling hier mit Sommerkrippen, Schmilker, schöner Sommer. Sommer gibt es ja nicht. Ah, hier, da ist die Tafel, da ist die Tafel. In 150 Metern ist ein Haltepunkt, dessen Lage ja nicht einsehbar ist, sodass man diese Tafel bräuchte. Mit der TF weiß, aha, in 150 Metern, genau da vorne, ist dann eine Station, ne? Wo man anhalten muss, wenn es auf dem Fahrplan steht natürlich. Bei uns steht es auf dem Plan, also halten wir hier an. Kloster Marienthal. Zack. Gleich kommt der Marienfelder Tunnel. Da steht es auch noch. Nee, Marienthaler Tunnel hätte mich auch jetzt gewundert. Dann kommt ein Bü. Der ist eingetragen, denn da kommt bestimmt noch irgendwas. Und dann sind wir schon da. Also voll Stoff jetzt hier. Jetzt. Boah, ganz schön steiler Wanderweg da vorne. Eieiei. Hier, da ist auch nochmal das Zeichen. Fahr ins Licht. Glück auf. Danke. 1050 Meter. Wir hatten noch vorher Sound gehabt. Warum hat der Zug jetzt auf einmal keinen Sound mehr hier? Hupe und alles funktioniert, aber der Sound ist weg. Warum auch immer. Naja, fahren wir ein bisschen durch den Tunnel. Können ja mal gucken, ob das Echo funktioniert. Naja, ein bisschen. Aber schon schön hier. Ich sehe schon die Kommentare. Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Oder nett hier, aber waren Sie schon mal für 9 Euro auf Sylt? Und dann gibt es wohl auch noch ein Meme. Da steht nett hier, aber waren Sie schon mal im Frankfurter Bahnhofsviertel? Jetzt kann man es ja so interpretieren, ob Frankfurt oder am Main. Was für ein Wortspiel war? Oh.
20. Das ist der Bü. Das ist der Bü. Ein bisschen müssen wir abbremsen hier. Ah, scheiße. Ja, hier müssen wir wieder pfeifen. So. Da ist der Anfang und das ist auch schon Ende. Mm. Jetzt dürfen wir wieder 60 fahren und in 150 Metern kommt auch schon der Bahnhof. Oder eher gesagt der Haltepunkt. Das finde ich cool gemacht. Dass man da so ein bisschen aufpassen muss und alles mit Quittieren und so. Schon cool. Da ist ein DB-Schenker-Auto da von der Post. Dürfen wir uns auch wieder befreien von der PCB-Überwachung. Und da ist der Bahnhof. Ja, das war es auch dann, denke ich mal, schon gewesen, wa? Zack. Der Bahnsteig ist länger. Ey, kick mal da. Ein Huhn. Tack. Das ist eine Trapeztafel, ein Bü und alle drei Zeichen, die habe ich schon gesehen, aber Rautentafel oder so heißt die oder Kettentafel, irgendwie so. Ich weiß nicht, was man da machen muss. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es mir zwar durchgelesen, aber ich weiß es nicht. Der hat auch einen PCB-Magnet, sehe ich hier. Und wo wir jetzt hinfahren, steht in den Sternen. Keine Ahnung, was jetzt hier passiert. Ups. Scusi. Da stand auch Automatik. Also irgendwas passiert da mit dem. Es halt automatisch wieder runterfährt und hoch. Aber wohin wir jetzt hier fahren, das weiß ich nicht. Anscheinend noch bis Kilometer 61,5, ne? Ja. Bis zu einem Signal und dann das Ende. Warum auch immer am Signal hinten und nicht am Bahnhof, aber das ist eine ja, andere Geschichte. Also fahren wir hier noch ein paar Kilometer. Auch nicht schlecht. Jetzt kommt noch mal ein Haltepunkt. Da müssen wir bestimmt nicht halten, oder? Nee. Ist nichts angezeichnet. Aber die Simulation geht wohl weiter. Ah ja, guck mal hier. Da ist der Haltepunkt. Irgendwo im Nichts. Da. Nur ein Bahnsteig, mehr nicht. Auch interessant. Aber dass man jetzt hier noch ein bisschen fahren muss, in einer, naja, wo nichts ist. Also, nichts ist in dem Sinne, dass hier nichts gebaut ist. Nur eine Bahnstrecke. Und mehr nicht. Da war noch ein Bahnhof gewesen oder ein Bahnsteig, den hätte man auch noch modellieren können.
dass man da auch nochmal anhält, wenn man hier schon lang fahren muss, aber naja, demnach ist nicht so. Ein Kilometer noch. Oh, ja. Türfreigabe vergessen. Abfahrt ohne Auftrag. Das ist merkwürdig. Ansonsten ist alles in Ordnung. Verspätung? Okay. Viermal schlechter Fahrstil, achtmal Türfreigabe vergessen. Alles klar. Na gut, dann würde ich mal sagen, reicht das auch. Das nehme ich nicht so hin. Das könnte man nochmal neu fahren oder, ja, weiß ich nicht. Nochmal die Rückfahrt machen. Na denn, reicht das aus. Bis zum nächsten.